Welcome to my game. I'll be your host and humble narrator. The rules of this game are simple. Play it until the end and you'll be rewarded. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. I can hear you, you know. Oh? You can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. Alright. I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay, I'm gonna do it. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Demo von dem zuckersüßen Spiel Little Miss Fortune, das nicht lange zuckersüß bleiben wird. Es ist tatsächlich von den gleichen Entwicklern wie Frenbo. Und wer Frenbo kennt, der weiß, dass die Spiele dieser Entwickler sehr, sehr, sehr creepy, sehr, ja, sehr düster und böse sind. Aber immer erstmal so zuckersüß und niedlich anfangen. Ich bin sehr gespannt, was wir in der Demo so sehen werden. Die geht, glaube ich, nicht sehr lange. Wir schauen mal. Ich weiß nicht, wer der Erzähler ist. Ich vermute fast, dass es der Fuchs aus dem Intro ist. Bin mir aber wirklich nicht sicher. Ach, guck mal, da haben wir sogar ein Bild von dem Fuchs. Look, under this picture, it's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes. Okay, dann ist es vielleicht doch nicht der Fuchs. Oder er mag einfach sich selbst nicht. Das kann ja auch sein, so ein gesunder Selbsthass. Okay, wie kriege ich das Bild weg? Wieder mit Leertaste, okay. Also Benjamin. Ich muss sagen, das Mädel hat eine echt ordentliche Handschrift. Ich kann aufs Bett, okay. Oder unters Bett. Na, wo komme ich jetzt hin? Look, unter Bett. This is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when Mommy and Daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Ja, wieder wie bei Fanboy auch schon ein kleines Mädchen, wo das Leben ein wenig verkorkst ist, sagen wir es mal so, hier streitende Eltern. Okay, was können this wir machen? Bubsy, the guardian of the secret spot. Der Teddy? You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. Okay, unser Teddy hat gegen Monster gekämpft. Was ist das da unten? This is my diary. Nobody's allowed to read it. Want to see? Oh ja, Tagebuch gerne. Oh, wie süß. Ein Einhorn. Ich weiß nicht, ist das da rechts der Papa vielleicht? Sieht sehr männlich aus, sieht nicht nach uns aus. Und ein... Ist das so ein Schleimviech? Das sieht aus wie diese Schleimviecher, die man in jedem RPG am Anfang besiegt. Gucken wir uns erstmal das Foto an. Miss Fortune Ramirez Fernandez. Hernandez, Entschuldigung. I'm so cute. Did you draw all this? Uh-huh.
Er muss auch sagen, sie ist wirklich süß. Ich spiele gerne viel mit meinen Spielsachen. Ich spreche auch gerne mit ihnen. Das macht Spaß. Hallo Tagebuch. In der Schule habe ich gemalt und zu Hause war ich in meinem Versteck und habe mit Babsi gesprochen und was gehört. Ich habe einen Fuchs vor meinem Fenster gesehen. Ich glaube, er heißt Benjamin. Da der Fuchs und diese wunderbare Handschrift da rechts ist, sieht alles ein bisschen sehr nach. Hätte man vielleicht auch wirklich schreiben können. Also nicht so mit, ja, Schreibmaschinenschrift. Da sind oben, sie ist mit den Glubschaugen. Ich glaube, die mag den Fuchs mit den ganzen Herzchen da. Hallo Tagebuch. Mein Papa hat mich wieder angelogen. Wir gehen heute nicht in den Park. Ich habe mich hübsch gemacht, aber das ist ihm egal. Ich bin traurig und habe geweint, aber ich habe Mami gesagt, mir geht es gut. Ich habe Angst, dass sie böse wird, wenn ich ihr sage, dass ich traurig bin. Ja, da liegt der Fehler. Manchmal weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Niemand bringt mir Gefühle bei. Ich wünschte, in der Schule würden sie uns beibringen, wo die Gefühle herkommen. Also wirklich, keine Märchen. Was? Yeeks forever? Keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, also wir sehen schon, in der Familie stimmt einiges nicht. Unser Papa, ich weiß nicht, ob das eine Ausnahme war oder ob unser Papa generell, ja, sich nicht sehr um uns kümmert. Oder um das kleine Mädchen hier. Mit unserer Mutter können wir scheinbar auch nicht darüber reden, was auch nicht gut ist. Und das rechts, ja, das ist sehr für unsere Gesellschaft, für unsere heutige Zeit auf jeden Fall sehr bezeichnend, dass man, ja, dass man den Gefühlen, ich glaube, jeder kennt es aus der Kindheit, dieses gerade zu Jungs immer, Indianer kennen keinen Schmerz, weinen nicht. Und immer, wenn es einem schlecht geht, wird eigentlich gesagt, mehr oder weniger, ja, halt die Klappe und tu so, als würde es dir gut gehen, weil keiner möchte hören, wenn es dir schlecht geht. Zumindest hat man auch immer das Gefühl, dass es keiner hören möchte, außer die wirklich guten Freunde. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also, das arme kleine Mädchen tut mir jetzt schon leid. Das ist wirklich eine Geschichte, die, glaube ich, viele Kinder nachvollziehen können und auch noch Erwachsene. Wenn man das erstmal in der Kindheit nicht gelernt hat, mit Gefühlen umzugehen und Gefühle zu zeigen, wird es auch im Erwachsenenleben leider nicht einfacher. Habe ich mir das hier richtig angeguckt? Yikes forever. Ah, okay. Benjamin, da der Fuchs und das ein kotzendes Herz. Okay, hallo Tagebuch. Ist es okay, Gefühle für einen Fuchs zu haben? Wenn man einigermaßen krank ist, ja. Benjamin, der Fuchs, hat mich besucht, als ich draußen gespielt habe. Und wir haben uns angeguckt und mein Herz wurde ganz warm. Und ich habe mich gefühlt, als müsste ich kotzen. Aber auf eine gute Art. Dann rannte er weg, weil Mami gerufen hat, dass das Essen fertig ist. Oh, okay, man muss kotzen, wenn man verknallt ist. Das kenne ich noch nicht. Hat das auch jemand von euch, dass er kotzen muss oder sie? Wenn man verliebt ist? Ich weiß nicht. Ist das normal? Oh Gott. Okay, unsere Eltern sind noch viel schlimmer, als ich gedacht hatte, wenn das Bild da oben stimmt. Hallo Tagebuch. Papa hat Mami geschlagen. Ist das normal? Sollte ich Leute schlagen, die ich liebe? Das fühlt sich falsch an. Oh ja, und das ist auch sehr, sehr falsch, aber das ist so typisch. Wenn die Eltern ihren Kindern ja schlechte Sachen vorleben, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sich Kinder dann fragen, ob das richtiges Verhalten ist, was sie von ihren Eltern gezeigt bekommen. Vielleicht sieht Papi nicht, dass er auch mir wehtut, wenn er Mami schlägt. Ich will nie so werden wie mein Papa. Oder es kann natürlich auch so laufen, dass das Kind, das sowas, so ein Verhalten sieht, genau ja, das Gegenverhalten annimmt. Bei mir war es so, meine Eltern haben zum Beispiel damals, als ich klein war, sehr, sehr viel geraucht. Und tatsächlich hat mich das dazu gebracht, niemals eine Zigarette anzufassen und das echt widerlich zu finden, wenn Leute rauchen. Und generell würde ich halt auch niemals rauchen, deswegen tatsächlich das andere Verhalten angenommen. Ich habe heute gespielt, dass ich ein Flugzeug nach Japan genommen habe und da habe ich interessante Dinge gesehen, die ich über Japan weiß, weil mein Freund Japaner ist. Er mag Sushi. Oh, das hat's aber schön gemalt, das Sushi da unten. Hiro ist wohl ihr japanischer Freund, nehme ich an, mit einer Alienmaske und einem Cowboyhut. Mein japanischer Freund spricht Japanisch. Das ist sehr problematisch, wenn wir uns unterhalten wollen. Wir verstehen uns da nicht gut, das ist verwirrend. Aber ich mag ihn. Er hat ein paar coole Schuhe und einen Cowboyhut. Sein Name ist Hiro und er ist ein Geist. Ich habe ihm ein Bild gemalt, das ich ihm nie gegeben habe.
Okay. Ist ein Geist? Eigenartig. Hallo, Tagebuch. Guck mal, ich habe Glitzer aus der Schule. Super glänzend und wir haben ihn für Weihnachtskarten benutzt. Ich finde Weihnachtskarten hübsch, aber ich glaube, der Weihnachtsmann ist nicht echt. Wenn ein Mann jedem ein Geschenk geben könnte, warum kann er den armen Menschen nicht Wasser und Essen geben? Ich habe eine Fernsehsendung gesehen mit Menschen aus anderen Ländern, die nichts zu essen haben. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann echt ist. Aber der Glitzer ist toll. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was mich traurig und wütend macht, mit Glitzer bestreuen kann, damit es hübscher aussieht. Das macht mich ein bisschen weniger traurig. Hallo Tagebuch. Heute habe ich mit Oma Tomaten gepflückt. Das roch so gut. Ich habe Schmetterlinge und andere Insekten gesehen, habe zwei Tomaten gegessen und dann war ich satt. Hallo Tagebuch. Ich bin mit meinem Dreirad gefahren. Wir haben kein Geld für ein Fahrrad und ich habe direkt in die Sonne geguckt. Und ich habe geweint, weil meine Augen wehgetan haben. Mami sagt, dass man nicht in die Sonne gucken sollte. Gut, das geht ganz schön lang hier. Hallo Tagebuch. Heute war es lustig, weil ich am See war und Vögel fliegen und Fische schwimmen gesehen habe. Ich habe warmes Wasser am Po gefühlt. Schön, dass in dem See Wale schwimmen. Sehr kleine Wale. Hallo Tagebuch, wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich muss Hausaufgaben machen. Aber ich kann nicht aufhören, an Benjamin zu denken. No, wie so süß. Look at that picture. I was such a baby. Very cute. Now I'm such a lady. Na, noch nicht ganz. Lady. That's what I am. Ich habe ein Bild gefunden, wo ich jünger war. Die Zeit vergeht so schnell. Der Kuchen sieht lecker aus. Oh, Kuchen hätte ich jetzt auch gern. Halloween. Halloween-Kostümideen. Kleine Fuchsdame. Lady Fox. Oh, süß. Ja, das ist schon echt niedlich. Okay, sind wir durch? Was liegt da rechts noch? Ein Malbuch. I love my coloring book. Oh, was machst du mit dem Malbuch? Das ist jetzt so ein bisschen wie bei Life is Strange mit den beiden Entscheidungen. Nimm das Malbuch mit, lass es hier für Babsi. Solche Entscheidungen werden wir innerhalb des Spiels wohl öfter haben. Und die werden immer, ja, irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, ich glaube nicht, dass wir das Malbuch jetzt mitnehmen müssen, oder? Ich würde sagen, wir lassen das den Bären weiterhin bewachen. B? Muss ich B drücken? Tatsächlich auf der Tastatur B? Nah, I'll just leave it here. For Babsi, you know? The Tubby. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war, aber hey. Oh, nein, das ist nicht richtig. Wie komme ich denn zurück? X? Okay, X. Ja, lustig, uns werden eigentlich eher Tasten angezeigt vom Gamepad, aber es sind tatsächlich die gleichen Tasten, die wir auf der Tastatur haben. Oh, da ist auch ein Auge. Oh, das sieht man gar nicht so einfach, das Auge. I like to move my body. It's the music that goes on forever. Die für immer läuft? Okay. Ich hoffe, wir müssen uns das aber nicht für immer angucken. Ja, sehr schöne Musik. Ich versuche sie vor allem so ein bisschen noch einzuordnen. Also wir haben ja vom Namen her eher sowas, ich weiß nicht, spanisch-mexikanisch, irgendwie so in die Richtung. Sie trägt aber eher so französische Klamotten, würde ich sagen. Zumindest mit dem Barretta auf dem Kopf und ich weiß nicht, das Outfit, das Kleid könnte auch ein bisschen, sieht auch ein bisschen also wie eine Engländerin aus. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir hier sind. Okay, reicht auch. Ich will das Spielzeug, ach, vielleicht hier? Ich will das Spielzeug angucken. I made these paper dolls myself. This is Kimberly and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. Aha. Ich möchte das Einhorn und den Schleim oder was auch immer das da ist. Ist das ein Stein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Glitzer! My glitter. Sehr schön. Wir haben Glitzer erhalten, glaube ich. Wir tanzen da immer noch im Hintergrund gerade, seht ihr das? Ja, zurück. Okay, X. Glitzer werfen mit F. Okay. Oh, wie schön. Wenn ich das hier aufs Spielzeug werfe, passiert da was? Hui. Nö. Nö. Schade. Das ist wieder das. Hier im Schrank ist noch... Halt. I saw a monster in here once. I showed it the finger and it never came back. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich das Intro tatsächlich deuten soll, das wir gesehen haben mit dem Fuchs und dem Tod. Zumindest glaube ich, dass es der Tod war. No, you can only choose one. And remember, okay, your choice
is much more important. Ich nehme das Glitzerzeug mit. Okay. I choose. Ach so. Einhorn oder Stein? Das ist wirklich ein Stein. Okay. Oh, das ist aber schwierig. Einhorn oder ein Stein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich ja eigentlich für das Einhorn entscheiden, weil Einhörner einfach toll sind. Aber irgendwie wüsste ich gerne, was passiert, wenn wir den Stein haben. Ob wir damit irgendwas kaputt schießen oder so. Komm, ich nehme den Stein. Ich finde, das Einhorn ist zu naheliegend. Interesting choice. Yeah, I told him Stony. Because he's a stone. Get it? Stony, the stone. That's very clever. Thank you. Ach du Scheiße. Ich dachte, dass da oben wären Haare von weiter weg. Oh, ist das böse. Ich muss ganz ehrlich sagen, in egal was für ein Medium, ob Film, Buch, Spiel, ich hasse Gewalt an Kindern als Thema. Ich hasse es. Und dieser Stein hier, wir haben es gerade gehört, ihr Papa hat mit diesem Stein nach ihr, nach der eigenen Tochter geworfen. Und da oben am Stein ist Blut. Also das war nicht nur irgendwie, er hat es nicht vor sie geworfen oder irgendwo in die Nähe. Er hat sie wirklich, so wie das hier aussieht, mit dem Blut erwischt. So, you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Shut up! Happiness to everything! Habt ihr gerade den Gesichtsausdruck gesehen? On the other side of the screen. Oh. Remember I told you she was going to die today. Let's keep that a secret between us, alright? Okay, da wurde gerade die vierte Wand durchbrochen. Da war der Fuchs am Fenster, habt ihr es gesehen? Er ist wirklich der Erzähler, glaube ich. Oder spielen wir gegen den Fuchs? Ich weiß es noch nicht. Ja, wow, das mit dem Stein. Oh, das. Und ihr habt es gesehen, oder? Den Gesichtsausdruck des Mädchens, als sie das Glitzer geworfen hat. Erst hat sie gelächelt, aber dann sahen ihre Augen aus, als würde sie weinen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das war kein Fröhlich. Ich wollte nämlich vorher noch sagen, das Mädchen ist so happy, obwohl ihr scheinbar so schlimme Dinge hier widerfahren. Aber anscheinend ist sie doch nicht so happy. Ich glaube, sie versucht einfach zu... Ja, das Ganze wegzuspielen. Sie hat auch gesagt, sie kommt mit ihren Gefühlen nicht ganz zurande. Er kann Gefühle nicht so ganz einordnen, nicht mit umgehen. Ja. This is Grandma. She wears a diaper too. You still wear a diaper? That was so last year. Okay. Na, wahrscheinlich haben ihr die Eltern auch nicht beigebracht, wie man keine Windel trägt. Mommy likes to collect glasses. I broke a couple ones by running too fast. Wirft sie auch gerne damit? No, but I had a piece of glass in my foot for like 5 days. Was stimmt mit dieser Familie nicht? Shift halten und bewegen zum Rennen? Okay, ich muss Shift drücken. Oh, okay, gut. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich konnte aber wirklich nichts machen. Ich musste Shift drücken. Sie hat sich nicht bewegt vorher. It's all broken now. Oh Gott. That was a beautiful example. Ja, Kausalität. Please don't tell on me. Don't worry. You can trust me. Okay, thank you. Ah, gut. Tja. Pech. Mommy said she married Daddy because she was expecting me. She wanted to have an abortion. But it's illegal and against the law. That's kind of the same thing. Yes. Okay, sie wollte sie abtreiben, aber es ist illegal. Also jetzt ohne auf das Abtreiben weiter einzugehen und dass sie das ihrer Tochter auch noch gesagt hat. Es ist illegal. So befinden wir uns in einem Land, wo man nicht abtreiben darf? Okay, oder ist das religiös so, dass sie nicht darf? Und ich finde das Bild, also es könnte auch Astrein, Gronkh und Pandoria sein. Aber okay. Maybe I could try to fix it. Oh, kaputte Vase reparieren. Ja, komm, bevor wir Stress mit den Eltern kriegen. I'm gonna do it. I'm doing it. Nicht, dass der Papa, nicht, dass wir einen zweiten Stein bekommen. Wie mache ich das jetzt? Oh Gott, das ist anstrengend. Ich würde gerne die Maus benutzen, aber das funktioniert gar nicht, merke ich gerade. Okay. Haut das hin? Nee. Okay, ich sollte vielleicht erstmal Teile nehmen, die eher so aussehen, als wüsste man, wo sie hinkommen. Das sieht doch aus wie hier unten auf jeden Fall. Ich orientiere mich hier mal an dem Blümchen. Das kommt nach oben. Zumindest glaube ich das. Ist das? Muss das hier richtig so greifen? Nee, das ist gerade selbst, glaube ich, so ein bisschen rangesäppt.
Ja, das sieht gut aus. Ja, es hat sich auch ein bisschen rangeschoben. Ist das das da? Aber schön wird das nicht, ne? Also wenn... Man sieht ja trotzdem, was gebrochen ist. Also hübscher wird's nicht. Okay, noch ein bisschen runter. So. Jetzt können wir hier nochmal probieren. Hier wahrscheinlich irgendwie so rein. Ah, sehr gut. Ich wollte euch unbedingt die Demo zeigen, weil ich halt schon mega begeistert von Frenbo damals war. Das habe ich das LP bei Gronkh gesehen. Lohnt sich wirklich reinzuschauen. Und jetzt, ja, weil das hier halt als Demo gerade verfügbar ist. Umsonst übrigens auf Steam. Ja, wollte ich euch das halt gerne zeigen. Ach so. Die Blume noch. Ich weiß auch, dass das auch schon von Gronkh und Pandoria let's played wurde. Ich habe es gesehen, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut. I did it. Aber ich werde es mir noch anschauen, bei beiden wahrscheinlich. Einfach auch, um zu gucken, wie sich die verschiedenen Entscheidungen auswirken. Look, that's me. Mommy told me I have to smile, even when I'm sad. Ja, genau solche Sprüche von Eltern. Furchtbar, furchtbar. Zeig bloß nicht, dass du traurig bist, immer lächeln. Dann hat man ja eine ganze Riege von Menschen, die gar nicht mehr wissen, was sie fühlen, weil sie ja nie zeigen durften, was sie fühlen. My daddy's friend was a hunter and killed his moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died and she was so sad. Sind wir doch in Amerika? Wo Kinder ihre Eltern abballern? Ich glaube, wir sind in Amerika. Okay. Jetzt gehen wir jetzt raus. Küche. Oh Gott, nicht Küche. Oh Gott. It smells like cigarettes. Ah, sehr schön. In der Küche rauchen. Oh, die Eltern sind ja der Horror. Saft, Wein. Are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Also ganz ehrlich, sie üben Gewalt gegeneinander aus, gegen ihre Tochter. Sie sind Alkoholiker, zumindest die Mutter trinkt Wein, um das ganz wahrscheinlich irgendwie zu ertragen. Sie raucht beim Essen machen in der Küche. Das, ja, verqualmt alles, was die Tochter dann isst. Das sind ja die schlimmsten Eltern ever. Okay, kann ich die Tür bitte wieder zumachen? Danke, danke. Ach so, wartet mal. Glitzer werfen mit F. Auf die Hasen. Oh, ja, ich weiß. Streuen wir doch mal Glitzer drüber und gucken, was passiert. Nee, da ist nichts passiert. Muss ich die genau treffen irgendwie? Nee, da kommt gar nichts. Okay. Da oben steht da Letter? Gibt's das noch? Dead Animal. That's what it is. Yikes forever. Was ist denn das hier für ein Haushalt? Was sind das für ätzende Leute? Wir können Glitzer reinmachen, komm. Wie denn? Ich krieg's nicht hin. Yay, happiness to the soup. Vielleicht wird's dann schöner. Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, ich will gar nicht mit Mami reden. When I grow up, I want to be just like my mommy. A juice drinker. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Oktober. Okay, kurz vor Halloween. Oh, Mami sagen, dass du gehst. Ja, vielleicht... Nee, hält ihr uns dann auf? Ich will nicht aufgehalten werden, ich sag mal nein. Wir gehen einfach. Ja, war vielleicht die bessere Wahl, so wie sie guckt. Die hätte uns vielleicht gar nicht weggelassen, ich weiß es nicht. Obwohl es vielleicht auch besser gewesen wäre, weil wir wissen, der Erzähler eher erwartet, dass wir sterben. Good day, morning. It's afternoon, Miss Fortune. Ah, okay. Good afternoon, morning. Ah, die Kleine ist so niedlich. Ah, das tut mir so leid, was der hier passiert. Okay, da kann ich nicht weiter, da laufe ich gegen den Baum. Remember Benjamin the Fox? Ja. This is where I first saw him. He was hiding in the trash and we made eye contact. It was really intense. Yes, you told me about that fox already. You shouldn't trust a fox. They're all criminals. Okay. What?
A Fox Criminal? That's silly. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Geschichtenerzähler der Fuchs ist, aber guckt euch das mal an. Müll. Vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das Alkoholflaschen sind, Dosen, vielleicht Dosenbiere. Also echt unschön hier. Ah, guck mal, da ist das Logo der Entwickler. Ein Pool. Ein kleiner. This pool smells like a toilet. Because I pee on it. That is disgusting. Mm-hmm. Not as disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. Ich muss übrigens sagen, ich mag die Synchro sehr. Sowohl der Erzähler klingt sehr sympathisch, auch das Mädel. Die machen da echt einen guten Job. Sehr schön. Kann ich da noch was anderes? Nee. Okay. Kann ich das irgendwie überspringen? Ah, so. Kann ich da Glitzer? Na, ich glaube, das bringt nichts. Nee, hier ist ein Auto. Fahren wir weg. This is where Daddy often sleeps. Was? Daddy? Oh Gott. Ja, bloß schnell weg. Nicht, dass der da drin ist und noch rauskommt. Oh, ein Herzchen über der Katze. Streicheln wir? Hello, Kitty. Here. Come. Come, Kitty. Kitty, Kitty. Kitty! Ja, schön, dass die Katze Futter hingestellt kriegt. Ich glaube, die Katze wird hier besser versorgt als das Mädel. I never get to pet the sweet animals. Okay. Kann ich da noch was machen? Nee. Gut, dann gehen wir mal. Da hinten ist ein Haus. So, before we continue, you need to know the rules of the game, Miss Fortune. Okay. All right. Remember, you will be given choices on your journey. Mm-hmm. Okay, choices? There is no right or wrong, only consequences. Okay, okay. Only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. All right. I can do that. Yes. Okay, da sagt sie eigentlich noch was. Look to the left. Any cars? No. Okay, I'm going. Ich hoffe, uns passiert jetzt da nichts. Aber das kann nicht Amerika sein. Seht ihr, da hinten steht ein 30er-Schild. Also, nachdem ich jetzt letztens erst wieder den Kuscheltierfriedhof da gesehen habe, dabei, also Friedhof der Kuscheltiere, weiß ich, dass bei sowas keine 30er-Schilde stehen in Amerika. Okay, wir rennen mal. Das erinnert sehr an Fenbo. Und das ist das Viech mit dem Fuchs aus dem Intro. What monster? I didn't see anything. It was there. I saw it. It's probably just your imagination. Lügt er oder nicht? Yeah, that's true. I have a very big one. Just keep going. We'll have so much fun. Alright. Wie meinte er? Trau keinem Fuchs. Ich glaube langsam, er hatte recht. Und hier ist auch noch ein toter Rabe. Look, a sleepy bear. Come on, Miss. Das nenne ich mal Euphemismus. Let's go now. Da kommen die nächsten Raben. Oh Gott. Bleib fern von mir. Ich mag Vögel und ich mag Raben und Krähen, aber die sind mir gerade ein bisschen zu gefährlich hier. Oh, war's das schon? Oh nein. Ich hätte gerne noch weiter gespielt. Ich glaube, das hilft da nicht mehr viel. Ja, das war's. Ja, Entwickler Kill Monday Games. Was? Also wer Fanbo nicht kennt, bitte, bitte guckt euch das Spiel an oder spielt es selber. Es ist wirklich ein super tolles Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Und das hier, darauf freue ich mich auch schon so mega. Diesmal möchte ich es auch ganz gerne selber spielen. Oh, schön. Super. Ja, eine sehr schöne, leider auch sehr kurze Demo. Ich hätte echt gerne noch mehr gesehen. Danke, dass du die Demo von Little Miss Fortune gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Hier sehen wir den Fuchs, der sich das Ganze scheinbar im Fernsehen anguckt. Und wir sehen ein paar Bilder noch. Sehr schön. Da ist unser Haus.
Guck mal, da war so... Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Da war so ein Bild von dem Viech in dem Mantel mit dem Geweih. Und da stand sogar Aware. Okay. Ja, da sehen wir tatsächlich hier. From the creators of Rainbow. Und das fängt schon wirklich so in der Art auch an. Wir haben ein niedliches Mädchen und alles sieht putzig aus. Entschuldigung, ich muss gerade lachen wegen dem Bild, was da gezeigt wurde in dem Ausschnitt. Aber ja, es wird alles halt nicht putzig bleiben. Wir haben schon die Anflüge des Gruseligen gesehen, auf jeden Fall. Gerade zum Beispiel, ja, das da. Das erinnert mich schon sehr an Fanbow. Morgo. Ich will eigentlich gar nicht so viel sehen. Ich will die ganzen Bilder noch gar nicht sehen, weil ich gar nicht so viel von dem Spiel verraten haben möchte. Na gut, Leute, ich hoffe, euch hat die kleine Demo gefallen. Sagt mir gerne mal, ob ihr das Spiel dann auch als Let's Play gerne auf meinem Kanal sehen wollt, ob ihr es selber spielen wollt, wie euch die Demo gefallen hat, wie euch überhaupt der Entwickler gefällt, ob euch Frambo ein Begriff ist und ob ihr dieses Spiel fandet. Was war das? Was ist hier gerade umgefallen? Na gut, Leute, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und ja, bis zu einem anderen Video. Bye, bye.